So, gucken wir mal. Die Richtung. Vielleicht sehen wir noch die Typen, die hier irgendwo rumlatschen. Sieht aber nicht so aus. Okay, dann quatsche ich mal mit dem Typen neben dem Lagerhaus. Der hier. Excuse me. Yes, what is it? I'm looking for some of the Mad Angels members. Why the hell you wanna go meeting with them? Oh. Please tell me if you know. They often race their motorcycles round here at night. Motorcycle races? Das weiß ich doch schon. Over by the harbor cafeteria. The cafeteria. Thank you very much. Das wusste ich bereits. Excuse me. About the Mad Angels. Try near the harbor cafeteria. Thank you very much. Das wusste ich doch bereits. Mann, das sind Infos, die hatte ich schon. Sorry. It's dangerous. Please leave the area. I understand. Ja, okay. Geh ja schon. Ist das jetzt hier drinne? Wie ich höre, treffen die Biker sich nachts bei der Kantine am Hafen. Sehen Sie das? Ja, das sind wirklich alte Infos. Toll. Da tut er wieder so, als wäre das was Neues. Manu. Hier ist die Cafeteria. Die ist noch da. Zwei Leute mit brauner Jacke, sagt er. Die hier vielleicht. Gucken wir mal. Excuse me. Can I help you? Have you seen any of the Mad Angels members lately? The Mad Angels? I only hear all kinds of bad rumors about them. Them punks are nothing but trouble. When was that? Oh, round about last week, I'd say. On the day I had to work overtime. They were riding around on motorcycles. Motorcycles? Mm-hmm. It was noisy as hell. Anyway, after sunset, you'd best get on home before they come back. Toll. Auch das waren keine neuen Infos. You be careful too. Yes. Excuse me. What? Do you know where the Mad Angels hang out? The Mad Angels? What's that? They're a gang of thugs. Do you know where they are? Let me see. I hear talk of some gang who make trouble in the harbor at night. I see. Das weiß ich That's doch. Them. Rumor is they all ride motorcycles. That's the extent of what I know. I see. You could probably find them at night, right? At night, right? Right at night. Ja. Ich weiß, dass die hier rumfahren. Wir sind doch hier auch schon ein Rennen gefahren. War das hier? Nee, es war woanders, aber... Das ist keine neue Info für mich. Na gut. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ist auch geil. Ach hier, der mit dem Quatsch nochmal. Hi. Goro. Yo, Bro! Yo. Have you seen any of the Mad Angels around? Whoa, Bro! Like I said, don't say that name out loud! You know, right? Tell me. Ah, Bro! Well, I ain't got no choice, I guess. Motorcycles. They ride around the harbor at night. Ich weiß. At night, huh? Ich weiß, Goro. Du erzählst mir nichts Neues. Okay, ich bleib dann einfach mal bis nachts hier. Weißt du noch irgendwas? Excuse me. Yeah? Did you see anyone from the Mad Angels? I hear they're always raising hell at night. Okay. Okay, die machen jede Nacht Randale. Jede Nacht. Und sie müsste das doch eigentlich wissen. Sie hat doch ihren Stand hier. Obwohl, sie ist nachts nicht da. Will. Sie ist nachts nicht da. Have you ever seen any of the Mad Angels? Mad? Well, nein. I don't think I've ever seen them. Sorry, I have no idea. I see. So, wann geht hier nochmal die Sonne unter? Um 7, ne? Ach, Mann. Du weißt was. Du rennst so verdächtig. Ja, gut. Ich gehe mal in dieses Büro rein, falls ich da noch reinkomme. Komme ich da noch rein? Oh, ich komme sogar noch rein. Vielleicht gibt es noch ein Käffchen oder sowas. Ist noch eine weitere Idee, die noch funktioniert, aber nur am Tag funktioniert, in der Pause. Okay. Ja, immer her damit, ne? Immer her mit den Ideen. Hier gibt es nichts weiter.
Mit der Frau hatte ich ja schon mal geredet. Beziehungsweise die würde dann wahrscheinlich auch wieder nur sagen, nachts, Hafen, Motorrad. Es schneit so schön. Der Himmel ist irgendwie komisch. Hä? Der bewegt sich mit, wenn ich mich umgucke. Das sieht ja komisch aus. Hä? Hä? Ach, das im Allgemeinen bewegt der Himmel sich mit, wenn ich mich drehe. Was ist das für ein Quatsch? Du, da weißt auch was. Don't go getting involved. Ach so, das war like you hear me? Yes. So, jetzt wird es langsam dunkel. Ich renne jetzt nochmal hinter zum Warehouse 17. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Aber ich glaub's einfach nicht. Wie gesagt, wir haben ja irgendwo schon das Rennen gefahren. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Und dass es sich heute gar nicht blicken lassen, ist schon blöd. Arg blöd. Ja, Mad Angels. Toll. Mann. Ich kann halt immer nur mit diesen Leuten hier reden. Got a minute? Du bist doch einer. Have you seen any of the Mad Angels around the harbor? Nee. Don't get me involved in shit like that. I didn't see shit. Ja, warst du nicht sogar einer von denen? Kommt mir bekannt vor. Ich glaube, den habe ich schon mal zusammengefalten. Bin mir aber nicht sicher. So, jetzt ist es gleich um 7, dann wird's dunkel. Hoffe ich. Sieht zumindest so aus. Schneetechnisch, auf jeden Fall. So, ich warte jetzt einfach hier. Die paar Minuten noch. Müsste ja gleich soweit sein. Dann dürfte sie ja nicht mehr da sein. 3, 2, 1. Es wird Nacht im Hafen. Und die Motorräder heulen auf. Au! So, sie ist weg. Ja, aber hier ist niemand. Toll. Ich warte jetzt einfach hier. Kann ich irgendwas lesen oder so? Nee, kann man auch nicht. Es ist keiner da. Niemand ist hier. Oh Mann. Sie sind ja immer nachts da. Sehe ich. Das sehe ich. Treffen sich mit ihren Mopeds hier. Aber die frieren bestimmt heute an den Arsch. Deswegen bleiben sie zu Hause. Manu. Ich sag einfach mal, ich guck dann auf jeden Fall zum nächsten Stream, ob ich noch irgendwo irgendwelche Infos finde. Also ich spoiler mich jetzt einfach dann mal. So, ohne Winterreifen, ja. Ist ganz schön schwierig. Was haben wir eigentlich für ein Datum? Ja, halt, falsch. Wir haben den 24.12. Es ist Heiligabend. Ja, deswegen sind die nicht da. Das ist der Grund. Mark, have you seen any of the Mad Angels? No. Sure have it. Alright. Hätte ja sein können. Er hier vielleicht? Hallo? Do you have time? Sorry. Ask another security guard, will ya? I see. Ach so, man kann die Wahrsagerin benutzen. Stimmt. Aber die hat jetzt wahrscheinlich nicht mehr offen. Ach, da habe ich gar nicht dran gedacht, siehst du? Da könnte ich nochmal hingehen. Weil die treffen sich ja offensichtlich nicht hier. Oder warten die, bis alle weg sind. Ich weiß es nicht. Gucken wir, ob die noch offen hat. Das wäre noch eine Idee. Stimmt, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Die Wahrsagerin. I should look around a bit more. Ich sollte mich noch... Ach, ich darf noch gar nicht gehen. Ach so, okay. Also es passiert noch irgendwas. Es wird hier gleich noch irgendein Event getriggert. Aber ich habe mich doch schon überall umgeguckt. Manu,
Hier passiert was. Da sind sie. Long time no see. This the guy who's been sniffing around us like a dog? Looks like we're gonna have to run this stray off now. Ich bin kein Straßenköter. I'm gonna get him. Kick. Ich hab ein Moped. Ich hab ein Moped. Und Rio weiß natürlich auch, wie man damit fährt. Weil offensichtlich ein Motorradschein. Gut, ich meine, er hat ja beim letzten Mal schon eine Aktion gemacht damit. Oh, ist ja Road Rash hier jetzt. Gib mir den Knüppel. Drecksack. Diese Quicktime, ey. Das sieht schon cool aus. Also, die... ist ja wie so eine Cutscene, sag ich mal. Eine spielbare Cutscene. Schon cool gemacht. Aber ich mag keine Quicktimes. Ja toll. No, I lost them. Bitte nochmal. Mein Glück, es gibt eine Wiederholung. Long time no see. Da wusste ich jetzt nicht, was ich drücken sollte. Das war so links, rechts. Looks like we're gonna have to run this stray off now. I'm gonna get him. Ja, war auch nix. Kick, Moped Klau. So, los, hinterher. Schnapp sie dir. I'll give you pain. Oh, shit. Zum Glück sind das immer feste Muster, die man sich merken kann. Kick. So, jetzt nach rechts. Und dann kam, glaube ich, nochmal nach rechts. Jupp. Und dann nochmal nach rechts. Zwei Kiste. Und wahrscheinlich nochmal nach rechts. Ohne ein links. Jetzt kommt er aber rechts, oder? Ne, er fährt jetzt nach links. Ich muss ihn verfolgen. Da ist er. Komm, schnapp ihn dir, Rio. Fahr ihn an den Hinterreifen. So, jetzt gibt's Haue. Smooth move. You ain't so bad, Punk. Bin kein Punk. Why you? But your time's up. You wish. Ach, Dino wieder. Jetzt sind sie alle wieder da. Das glaube ich nicht. Mann, die haben doch eh schon alle auf die Fresse bekommen von mir. Ist ja nicht so, als hätte ich die nicht schon mal verlascht, die Typen. Wie ging denn das nochmal? Na, kommst du... Oh. Ist eigentlich er da hinten für einen Schönling mit seiner Brille. Ach, der hat gar keine Brille, sah das aus. So, die erste Welle haben wir gleich. Ey. So. Ersten haben wir. Komm schon nochmal weg. I'm gonna break your face. I'm gonna break your face. Komm her, du räudiger Köter. Das ist schnell. Oh, aua, das tat weh. Er ist bestimmt der Anführer von der Gang hier. Ey. Geh doch mal da... Rio, jetzt mach doch endlich! Genau das, was ich dir sage. Beziehungsweise, was ich drücke. Ich versuche die ganze Zeit, diesen Move da nach hinten zu... Aber ich schaff's gerade wieder nicht. Ja, komm, easy. Pff, kein Gegner. Ihren Opfer. So, und jetzt sag mir endlich, was Phase ist, du Affe.
ihr geblieben. How are the Mad Angels and Chi Ming connected? I don't know. What? Wait! I don't know if he's human, but there's some Chinese big shot leaving here soon. Big shot? Yeah, they had me arrange a cruiser to take him out to a big ship offshore. What's his name? I don't know, but I hear he wears some Silk Robe thing with a dragon on it. Lan Di, he's still around here. Dann lass ihn doch wenigstens sagen, wo der ist. Please, I beg you, don't tell anyone I told you. They'll kill me! Lass dir doch wenigstens sagen, wo das ist. Muss ich nicht wieder fragen. Ach, ich krieg einen zu viel. Lan Di ist noch am Hafen. Muss mehr über die Verhandlungen herausfinden. Frag ihn doch. Frag ihn doch. Du bist so ein Lutscher, ey. Ach, es kann nicht wahr sein. Ach, Mann, ey. Das gibt es doch nicht. Das ist so ein Hammel. Ja, ich habe ihnen ein Boot besorgt. Okay. Gut zu wissen, dass du ihnen ein Boot besorgt hast. Bis später. Ey, nur mit dem Kopf schütteln, ey. Mann. Was für ein Typ. Ja, aber wenn er noch da ist, dann finden wir ihn auf jeden Fall. Das schaffen wir. So, ich gehe dann mal nach Hause. Ich frage einfach mal die Wahrsagerin. Vielleicht ist sie noch da? I should go home. Ich bin doch dabei. Okay, ich kann die Wahrsagerin offensichtlich nicht mehr fragen. Ich habe keine Zeit mehr dafür. Die hat wahrscheinlich auch nicht mehr offen. Außer sie hat eine Außenstelle hier am Hafen, aber das glaube ich nicht. Ich habe noch keine gesehen. So, okay. Weihnachten und Rio ist nicht zu Hause, sondern er kümmert sich um, naja, Dinge. Mittwoch. Ja, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde warten. Beziehungsweise 20 Minuten, bis der Bus da ist. Kriegen wir auch noch rum irgendwie, hoffe ich mal. Ach ja, kann ich hier hinten weitergehen eigentlich? Nö, nee, unsichtbare Wände. Schade. Davon gibt es in dem Spiel jede Menge unsichtbare Wände. Finde ich nicht gut. Ach ja. Warten auf den Bus. Warten auf den Bus. Kommt mir so vor wie früher. Als ich noch zur Schule gegangen bin. Muss ich auch immer auf den doofen Bus warten. Ich hab's gehasst. Ich hab, glaube ich, einmal 4 Stunden auf den Bus gewartet. 4 Stunden. Ich hätte auch mit der Bahn fahren können, aber ich habe kein Geld dabei. Beziehungsweise ich wusste das immer noch nicht. Also zu der Zeit habe ich da, ich weiß nicht warum, aber ich hatte Respekt vor der Bahn. Ich bin da nicht mitgefahren. Nie. Bin immer mit dem Bus gefahren, immer mit dem Schulbus. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Keine Ahnung. Hab ich mir lieber 4 Stunden lang Beine in den Arsch gestanden am Busbahnhof. Das waren Zeiten. Eieieiei. Oh, Goro. Ja, wünsche ich dir auch einen schönen guten Abend noch. Bis zum nächsten Mal. So, wir fahren mal nach Hause. Gerade mal 41.000 Yen. Das ist halt echt nichts. Das sind ja um die 400 Euro oder so. So, wir laufen mal weiter. Nach Hause bitte. Da kommt hier noch mal irgendjemand. Nee, hier kommt keiner. Hier kommt nie jemand. Außer der Weihnachtsmann. Ich gucke einfach mal gerade nach, ob die vielleicht noch offen hat. Aber ich glaube nicht, weil es ist ja echt schon um 10 Uhr abends. Aber er hier ist wieder da. Der Rapper ist wieder da. Was heißt Rapper? Er rappt halt ein bisschen ab. Guck mal, ob die da ist. Wo waren die nochmal? War die hier? Ich glaube, die war hier, ne? Hier? Müsste hier gewesen sein, ne? Ja, ist das noch offen? Komm, geh mal rein. Ja, das war hier. Noch ist offen. Wahrsager. Welcome to Lapis. I've been expecting you. Ach so. Hast du. Ja, wie immer.
You seem troubled. Yes. Shall I read your fortune then? Bitte. It's 300 yen per reading. Ja. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Gib mir einen Hinweis. Please tell me a clue. Very well. Aha, I can see it now. Mhm. A sign of suffering appears. I see a person who bears you ill will. Na, der. Was ist mit dem? I see. Das hat mir jetzt auch nichts gebracht. Shall I do another reading for you? Ja, komm. Gib mal. Yes, please. Well, what type of reading would you like? Please show me the future. Very well. Aha, I can see it now. Na, was siehst du? Eyes of a serpent. An evil one creeps like a spider toward the one who yearns for you. I am sorry, that's all I see. Den, keine Ahnung, hab ich auch noch nie gesehen. Na gut, okay, wir haben auf jeden Fall zwei Hinweise. Nee, ich gehe jetzt. No, thank you. Well then, please. Wir haben zwei Hinweise. When you seek guidance. Aber I will. Goodbye. Wie gesagt, ich habe diese Leute noch nie gesehen, deswegen bin ich da auch so ein bisschen aufgeschmissen. So, raus hier. Oh, sie haben sogar dran gedacht, dass wenn man die Tür aufmacht, dass es schon außerhalb der Tür schneit, obwohl dann eigentlich der nächste Bereich noch geladen wird. Ja, ich bin ja schon unterwegs nach Hause, jetzt mach mal keinen Stress, Mann. Dir ist es eh scheißegal, ob du Weihnachten zu Hause bist oder nicht. Weiß gar nicht, feiern die Japaner eigentlich Weihnachten? Wahrscheinlich eher nicht so. Also nicht so wie wir. Feiern, Anführungsstrichen. Zelebrieren, trifft es eher. Aber schön, dass es hier alles vollgeschneit ist. Das ist cool. Ob es jetzt auch alles weiß wird nach und nach? Da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Es sieht zumindest ja schon mal so aus, ne? Dass die Welt so ein bisschen verändert und alles weiß wird. Und es ist doch eigentlich ein Weihnachtsmärchen, dass es Weihnachten auch noch schneit, oder? Was Besseres kann man doch gar nicht haben. Hello, Watchini. Ja, alles gut? So. Na gut, dann wollen wir einmal speichern.